Eine Pandemie. Eine Seuche, die lawinenartig die ganze Welt erfasst. In China, mein Herr, taucht jedes Jahr eine neue interessante Krankheit auf. Das macht das Elend. Aber keine hatte bislang einen solchen Erfolg. Das ist schlechthin die Krankheit des Tages. Heute sind ihr bereits 5 Millionen erlegen. Einige Dutzend Millionen sind akut betroffen und mindestens dreimal so viel laufen durch die Welt und wissen es gar nicht. Man könnte durchaus meinen, dass diese Zeilen aus dem Jahr 2020 stammen. In Wirklichkeit aber entstammen sie einem Gespräch aus dem Drama Bílá nemoc, die weiße Krankheit, geschrieben vom tschechischen Autor und Journalisten Karel Čapek. Seine Premiere erlebte das Bühnenstück im Januar 1937. In einem namenlosen Land, an dessen Spitze ein Diktator steht, der nur Marschall genannt wird, laufen die Vorbereitungen auf einen Krieg. Gleichzeitig breitet sich eine unheilbare Krankheit im Land aus, von der ausschließlich Menschen über 45 Jahre betroffen sind. Sie ähnelt der Leprakrankheit, zersetzt menschliches Gewebe. Die Erkrankten haben starke Schmerzen und verbreiten einen unangenehmen Körpergeruch. Und es besteht die Gewissheit, sie werden früher oder später sterben. Selbst die beste Klinik im Land kann den Patienten kaum mehr als ein Placebo verabreichen. Das Militärregime erwägt sogar, die Betroffenen in streng bewachten Lagern zu isolieren. Die Situation ändert sich, als der Armenarzt Dr. Galen ein Wundermittel entdeckt. Wie es hergestellt wird, will er jedoch erst verraten, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Dr. Galen wünscht sich das Ende aller Kriege. Sein Medikament wird er keinem Staat geben, der keinen dauerhaften Frieden schließt. Sein Angebot wird zunächst abgelehnt. Erst als die Mächtigen erkennen, dass sie auch selbst von der weißen Krankheit befallen werden können, ändern sie ihre Meinung. Doch die Einsicht kommt zu spät. In einer Zeit, in der die Militarisierung im benachbarten Deutschland immer deutlicher hervortrat, war der pazifistische Ton von Čapeks Text brandaktuell. Als die weiße Krankheit am 29. Januar 1937 im Prager Ständetheater ihre Premiere feierte, hatte der tschechische Schriftsteller und Visionär nicht einmal mehr 2 Jahre zu leben. Karel Čapek starb am Weihnachtstag 1938 an den Folgen einer Lungenentzündung. Nur wenige Wochen später besetzten die Nationalsozialisten die Tschechoslowakische Republik. Nach einem Plan der Gestapo sollte Čapek als einer der ersten verhaftet werden.